Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu Part Nummer 2 von diesem coolen modernen Haus. Und zwar haben wir in der letzten Folge angefangen, das zu bauen. Es waren nur 15 Minuten, habe ich dann im Endeffekt gemerkt, aber naja, war halt eine kurze Folge. Und zwar, wer das gerne sehen möchte, wie wir das gebaut haben, schaut am besten jetzt mal unten in die Beschreibung, denn da ist das Ganze verlinkt. Ich würde sagen, ohne groß labern stelle ich mal die Wolken aus, weil die regen mich ein bisschen auf und ich glaube, die sind bei Details und die möchte ich auf off haben. Dankeschön. So. Wir waren stehen geblieben bei diesem Gebilde und das Ganze werden wir im Prinzip jetzt hier nochmal bauen, nur in klein. Dann haben wir so ein cooles symmetrisches Dings da laufen und... wir warten erst nochmal. Machen hier oben einmal unseren Boden rein. Und zwar wird das wie folgt ablaufen. Wir ziehen das hier durch bis hier auf diese obere Kante. Ne? Wir folgen den Linien unten, die wir schon gebaut haben. Und gehen bis hierhin. Ja, genau, da ist Ende. Und füllen jetzt das Ganze aus. Da benutze ich einfach mal kurz World Edit, weil ansonsten dauert das Ewigkeiten. Füll Quarz in einem Radius von 50. Und da haben wir hier Quarz drin. Mehr habe ich nicht gemacht. So. Meine Damen und Herren. Meine Leute der Schöpfung. Wir können hier das im Prinzip auch noch ausfüllen. Füllen wir hier das doch auch noch aus. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz und können das cool bauen und bla 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 bla. So, hier hätte ich jetzt gerne eine coole Fensterwand. Ah, wir haben hier nur 3 Blöcke. Okay, ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber shit happens. So, hier eine coole Fensterwand. Hier dann, na, wir machen die Fensterwand eins früher zu, machen dann hier eine Tür und machen dann hier genau so. Dann können wir im Prinzip das Ganze ziehen wir das bis nach vorne durch. Ja, ich denke, wir ziehen das bis nach vorne durch. Hier kommt das dann einmal so drüber und wir hätten hier oben noch Platz für ein Fenster, aber ich glaube, das lassen wir außen vor. Wir füllen das bis oben auf, ziehen hier das durch, erstmal 3 Blöcke, dann wieder den Rest unten können wir komplett durchziehen. Dann kommen hier Slabs hin, 3 Blöcke, nee, machen wir 4 Blöcke und dann hier oben drauf noch einmal Quarz. Das wird im Prinzip unsere oberste Etage. Ich weiß, die sieht noch nicht besonders pralle aus, aber naja, Komfort. Das wird sich schon noch ergeben. So, das sieht doch cool aus. Dann können wir das vielleicht hier oben noch langziehen. Oh ja, das gibt einen coolen Effekt. Das mag ich. Es wirkt so gedrungen hier an der Seite, aber es hat was. Hier drüben, das sieht auch noch halbwegs in Ordnung aus. Hier können schon mal unsere Glasscheiben reinplatziert werden. So in etwa. Ja, vielleicht packen wir hier oben... Vielleicht können wir das ja machen. Sekunde mal. Ich markiere mir das mal ganz kurz mit World Edit und tausche den markierten Bereich. Ihr seht ja gleich, was das ist. Ah, verdammt, jetzt habe ich mich verklickt. Tausche den zu Spruce Wood aus. Dann haben wir unten nämlich auch Spruce Wood Decke und oben haben wir Spruce Wood Boden und das sieht definitiv cooler aus. Ja, das ist das, was ich erreichen wollte. So, jetzt brauchen wir Black Window Glass Pane, Stained Glass. Ihr wisst, was ich meine. Und das packen wir hier als Umrandung, packen wir das einmal drum. Wir könnten natürlich auch blau nehmen, aber ich finde, das Schwarze sieht eigentlich recht fancy aus und gibt einen schönen Kontrast. So, hier außen muss das jetzt leider auch noch rumlaufen. So in etwa. Ja. Das wirkt gut. Hat was? Oh, da will ich das. Ja, doch. Das ist in Ordnung. Wenn das dann schön ausgeleuchtet ist und so, wird das cool. So, was wir jetzt im Prinzip schon machen können, ist unser oberstes Dach. Und zwar packen wir hier Slabs hin. Einmal so und ziehen die jetzt noch eins nach außen und ziehen das jetzt drumherum. Und zwar so, dass wir eins Randabstand haben. Bedeutet, wir gehen, das war eins zu viel, halt, dass wir, wenn wir uns hier hinstellen, da drauf fallen, in dieser Ecke. Seht ihr das? Ich hoffe doch. Damit wir das dann so überhängt haben. Ja, das wird cool. Und wenn ich mir das dann so von da angucke, oh, das wird ein schnickes Haus. Wobei, ich bin mit dem schwarzen Glas nicht zufrieden. Das passt hier nicht rein mit dem Holz und so. Das passt nicht zusammen. Ey, jetzt kann man die Glasscheiben so schwer kaputt machen, ne? Das regt einen voll auf. Naja, komm vor. So, alles kaputt. Und jetzt können wir das Ganze im Prinzip schon mal rumziehen. Einmal rumziehen, bis wir irgendwann hier hinten angekommen sind. Da dann natürlich auch eins weiter rausstehen. Bla 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 bla. Ihr kennt die Geschichte ja. In etwa so sieht das dann aus. Hier, die können dann natürlich weg. Und im Prinzip müssen wir jetzt das Ganze einmal auffüllen. Sind wir hier genau da drüben? Ja. Im Prinzip füllen wir jetzt diese ganze Fläche, die hier entstanden ist, mit Slabs auf. Und weil mir das zu lange dauert, werde ich dafür World Edit benutzen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Ihr könnt das natürlich auch per Hand machen oder ihr benutzt diesen schnicken World Edit Befehl, der sich Stack nennt. Und zwar machen wir Stack. Ah, probieren wir erstmal 15. Wie weit kommen wir damit? Ah, okay, das schickt lange nicht. Wir bräuchten sowas wie 21.
Und damit haben wir diese ganze Fläche mit Slabs ausgefüllt. Und dann sieht das Ganze in etwa so aus. Und ich finde, das sieht echt genial aus. Gib's mal selber zu. Das sieht doch genial aus. Ich finde das total geil. Naja, egal. Wenn es euch nicht gefällt, braucht ihr ja das Tutorial nicht schauen. Ich bin mir aber noch ein bisschen unschlüssig hierbei, weil das wirkt irgendwie noch so ein bisschen leer und diese Lichtglitches mit dem Shader, ne? Die ringen total auf. Aber kommt vor, kommt vor, kommt in den besten Häusern vor, ja, ja. So, hier packen wir dann einmal das da drüber und wir sollten definitiv Platz haben für noch ein weiteres Fenster, jawohl, ja. Sprach Olja. Fragt mich nicht, wo ich mir das gerade ausgedacht habe. So, und das sollte relativ gut zusammenpassen. Vielleicht bewegen wir das noch eins weiter nach oben, machen hier unten dafür dicht und packen hier dann unsere Fenster rein. Ja, das sieht besser aus. Dann können wir das Ganze hier nach oben durchziehen und dann kommt da gleich auch nochmal diese ganze Geschichte drüber. Vielleicht bewegen wir das nach innen oder wir ziehen es durch, wir ziehen es durch. Gut, gut, so weit, so gut. Hier, das können wir im Prinzip auch auffüllen. Ich denke, hier mache ich keine Fenster hin, weil zu viele Fenster. Ich weiß nicht, das kommt dann auch nicht gut. Abgesehen davon wird da wahrscheinlich das Treppenhaus hinkommen, also von daher brauchen wir das dann nicht. So, jetzt wieder unsere Slab-Action. Und zwar wieder, bis wir hier auf der Höhe sind, mit diesem Ding da. Ihr seht, wir sind auf einer Höhe. Und dann eins weiter. Und jetzt können wir hier wieder unseren Stack-Befehl anwenden. Damit wir bis nach ganz da hinten kommen. Das sollte abschließen. Nein, tut es natürlich nicht. Naja, ist auch egal. So, jetzt füllen wir das Ganze einmal auf. Tada! Und das wird im Prinzip unser Häuschen. Ich finde, es sieht schon echt gut aus. Wir haben aber noch ein bisschen was an Arbeit vor uns. Glaubt mir das. So, nämlich müssen wir das hier hinten irgendwie cool hinbekommen. Wie bekommen wir das cool hin? Wollen wir da einfach Holz hintersetzen und ein Fenster reinmachen? Ich weiß nicht, würde sehr symmetrisch aussehen, hätte bestimmt was. Oder wir machen das 50-50. Bedeutet, dass wir hier Quarz hin machen oder so und da Holz. Oder da Quarz und da Holz. Wobei ich dann eher für hier Quarz und da Holz wäre. Wie würdet ihr das machen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich glaube, ich mache es hier mit Quarz und da mit Holz. Gut. Bedeutet, wir packen erstmal eine ganze Wand. Oh Gott, im Himmel ist das hell. Eine ganze Wand aus Quarz, die bis dahin geht und nach oben führt. Hierhin. Und weil mir das zu lange dauert, mache ich das natürlich, ihr kennt mich, auch wieder mit World Edit. So, wir machen das einmal bis hier oben hin, ne? Machen hier unsere zweite Position hin und machen da jetzt //Z Quarz mit TZ. Ich weiß, das sieht an manchen Stellen noch ein bisschen komisch aus, auch da mit dem Fenster und so weiter, aber wir haben erstmal unsere Wand da drinne. Wir wissen, wie wir gleich arbeiten müssen und das ist schon mal gut. So, jetzt können wir nämlich anfangen, das Ganze zu designen. Und zwar würde ich sagen, fangen wir von innen erstmal an und beheben gewisse Fehler. Nämlich weiß ich schon mal, dass hier definitiv ein Fenster hinkommen muss, weil sonst geht das da nicht. So, einmal hier herum, bis wir da angekommen sind. Wisst ihr was, machen wir es sogar bis dahin. Wie sieht das von außen aus? Das sieht, naja, ich weiß noch nicht, nicht so ganz so super aus, ha? Huh? Wenn wir das jetzt zwei breit machen, wie sieht das dann aus? Dann müssen wir es hier vorne auch zwei breit machen, ha? Ja, dann hätte das einen Effekt. Dann wäre das cool. Dann wäre das cool. Ah, okay, hier haben wir diese doppelte Wand. Das ist in Ordnung. So, dann machen wir das hier auch mal zwei breit. Packen hier überall Fensterchen rein. Hier drüben machen wir das Ganze dann auch einmal so. Hier einmal Fensterchen hingepackt. Wie sieht das Ganze aus? Hat das einen coolen Effekt? Das hat definitiv einen coolen Effekt. So, jetzt könnten wir ja hier oben, können wir das dann Holz lassen. Da ziehen wir es dann einmal komplett rum und unten machen wir Holz und machen da irgendwas anderes. Das wäre cool. Ja, das finde ich super. Das ist gut. Bedeutet, wir packen hier erstmal unsere Holzwand hin. Einmal von hier unten bis hier oben. Einmal Holz hätte ich da gerne. Also machen wir einmal //Z5.1. Natürlich kann man das per Hand auch ausfüllen, aber wir haben ja World Edit. Also nutzen wir es auch. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht mache ich das sogar so, dass das Holz hier einmal rüber geht und dass das dann so eingerahmt ist. Oh ja, das ist cool. Das hat was. Definitiv hat das was. So, hier hatte ich gesagt, mache ich eh generell einmal rum. Von da bis hierhin packen wir einmal Fenster hin. Einmal drumherum die Fenster hingepackt. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, das sieht gut aus. Das hat was. Oh ja, das von einer Seite geht so, aber wenn man es von zwei Seiten betrachtet, sieht das echt genial aus. Guckt euch dieses Häuschen an. Es ist so, wieder mal hier so ein bisschen aufgeteilt und so in mehrere Teile, aber es lohnt sich, es hat was.
So, und hier unten hatte ich dann gesagt, mache ich dann pures Holz hin. Von hier bis hier. Nur Holz. Oder nur Glasscheiben und auf der anderen Seite keine Glasscheiben. So rum sollte ich es erklären. Und dann sieht das Ganze in etwa so aus. Oben haben wir das etwas größere, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja auch in Ordnung so, weil wir das ja dann da oben so haben, ne? Gute Beschreibung, ich weiß. Wir müssen dann auch mal gucken, wie wir von innen die Böden reinziehen. Ich denke, hier wird dann wahrscheinlich am Boden reinkommen, auf dieser Höhe. Yep, das passt. Dann haben wir da die Glasscheiben drin und dann hier auf dieser Höhe. Dann sind die ebenerdig, aber das kommt alles relativ gut zusammen. Gut, zwei Drittel des Hauses haben wir, würde ich sagen. Und das ist gut so. So, wie bauen wir das jetzt an dieser Seite weiter? Wir müssten hier im Prinzip müssen wir sowas auf dieser Höhe bringen, dass das dann so eingerahmt ist. Und dann könnten wir. Ja, wie machen wir das dann hier? Ja, fangen wir erstmal hier an. Fangen wir erstmal hier an. Okay, ich meinte das in etwa so, dass wir hier auf dieser Höhe anfangen und das Ganze dann so schön einrahmen. Bedeutet, wir gehen auf diese Höhe. Yep, eins höher noch, wegen den Slabs und so weiter, ne? Dann sieht das Ganze in etwa so aus. Wir machen das hier jetzt drei Blöcke breit. Ja, drei Blöcke sieht gut aus. Ziehen das hier nach oben und dann haben wir hier so ein cooles Fenster hin. Oder Fenster drinne, sagen wir es so. Ja, nee, das gefällt mir noch nicht so ganz. Machen wir mal so. Oh ja, das sieht cool aus. Das hat was. Das wird Bombe. Ahaha, das wird geil. So, dann bauen wir das hier hin. Einmal so. Nee, falsch, da kommen Slabs hin. Einmal so. Oh ja, dann ist das so richtig cool eingerahmt. Und wir können das vielleicht drumherum ziehen, bis wir da ankommen. Hätten da unsere Hauswand und. Oder wir ziehen das so. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine perfekte Idee. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das mit Holz hinbekomme. So gefällt mir das schon mal gut. Und dass diese Platte dann auch nicht da drüber geht, finde ich auch gut. Sehr schön. So, machen wir das hier so rum? Ja, ich denke, wir machen das so rum. Ja, gefällt mir. Hier kommen dann dementsprechend Glasscheiben rein. Einmal so und hier einmal nach oben gezogen. Bam, 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 bam. Perfekt. Und dann hat man hier diesen Eingang und denkt sich, wow, was ist das für ein krank heftiges Haus? Und geht dann hier rein und hat so eine kleine Tür. Aber dann kommt man hier rein, erstmal im Treppenhaus. Und man hat mordsmäßig Platz. Ja, das wird cool. So, ich hoffe, ihr konntet mir bis jetzt alle folgen. Wie mache ich das hier mit diesem Block? Mache ich das so? Oh ja, das ist cool. Dash hat was. So, vielleicht fülle ich das hier sogar auf. Oh, wie würde das aufgefüllt aussehen? Sieht sogar ein bisschen besser aus. Sieht definitiv ein bisschen besser aus. Sagen wir es doch, wie es ist. So, hier oben hätte ich dann wahrscheinlich gerne irgendwie so eine Terrasse drauf oder so. Ich ziehe das erstmal hier lang. Ah, ihr müsst ja wissen, wie lang ich das ziehe. Hahaha. Also momentan sind wir hier bei 7 Blöcken. Von dem ausgehend bis hier hin. Und zwar würde ich sagen, ziehen wir das auf die Höhe von da drüben, damit wir das auch alles schön symmetrisch haben. Ich hoffe, ihr könnt erkennen, was ich meine. Wir sind jetzt. Scheiße, ich muss mal gucken. Ich glaube, hier ist das, oder? Fallen mal kurz runter. Nee, es sieht sogar richtig aus. Wenn wir hier jetzt runterfallen, dann sollten wir richtig stehen, gell? Genau, bedeutet, ich kann euch gerne nochmal sagen. Huch, wie habe ich das denn gemacht? What the fuck? Ach so, richtig, wir sind ja in der Minecraft 1.9. Aha, also wir können hier mal einmal ganz kurz abmessen. Wir sind hier bei 9 Blöcken. Das gefällt mir. Dann würde das im Prinzip dann nach innen gehen. Wir hätten da so eine Aussparung. Nee, das sieht blöd aus, oder? Das sieht definitiv blöd aus. Wenn wir das komplett lang führen, sieht das auch kacke aus. Wenn wir das dann hier so lang ziehen, wäre das in Ordnung. Bedeutet, wir brauchen dann da eine Wand. Okay, cool. Okay, cool. So. Machen wir das hier einmal so hin. Und so hin. Noch einmal kurz zur Erklärung mit diesem okay, cool, weil das gerade vielleicht irgendwie out of context kam. Und zwar war das so, Freundin und ich hatten in der Schule, sie fragte mich irgendwie was wegen Mathe oder so. Oder erzählte mir irgendwas und ich war gerade total geistig abwesend und habe einfach nur so gesagt, okay, cool. Und anscheinend muss ich das öfters gemacht haben. Seitdem wird immer gesagt, okay, cool. Und das ist jetzt bei mir so drin, deswegen einfach kurz erklärt. Nicht, dass ihr denkt, hä, was ist das denn für ein Spaß? Ihr ruft einfach okay, cool mitten in seinem Video. Aber jetzt habt ihr die Erklärung. Ach. Vergesst es. So, wir haben hier auf jeden Fall drei Blöcke, ne? Und wie machen wir das jetzt cool? Wie machen wir, dass das cool wird? Wir machen das so und packen da jetzt Slabs hin und zwar hier einmal oben und hier einmal unten. Ja,
Das hat was. Das hat definitiv was. Dann haben wir hier diese Sicht nach innen. Können hier diesen Boden reinzimmern. Ja, das wird cool. Okay, jetzt muss ich mir mal was überlegen. Wie machen wir das hier? Wie zum Geier machen wir das hier, dass das gut wird? Wir müssen hier irgendwie so einen guten Abschluss finden, damit wir dann da so um die Ecke kommen und bla bla bla. Wisst ihr was? Ich habe da so eine Idee. Und zwar würde ich sagen, beende ich die Folge hier an dieser Stelle, überleg mir was und dann seht ihr das in der nächsten Folge. Haha! Problem gelöst. Oh, ich habe mein Mikrofon gegen mich gehauen. Nicht gut. Auf jeden Fall war es das von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut vielleicht auch mal auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr neu dazugekommen seid. Vielleicht auch auf Twitter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann seht ihr, wie das weitergeht, wie das Ganze beendet wird, wie wir den Boden reinziehen, etc. etc. Und ja, bis dann, baut fleißig weiter. Ciao, haut da rein.